Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Invasion mit Baloo und Katze. Ich bin Katze, Mau, Mau. Braurio. Feurimau, Feurimau. Feurimau, Feurimau finde ich gut. Feurimau, Feurimau, Katze hat wenig HP. Habt ihr mir ein Medikit? Ist es überall verteilt. Oh, wollten wir nicht eine Medikit-Kiste machen? Ja, so eine mit generell haben wir schon so viele Items, wo wir gar nicht wissen, was wir machen sollen, dass wir das mal sortieren könnten. Aber das ist so deine Arbeit, Miri, eigentlich. Wie, das ist meine Arbeit? Ja, das ist deine Arbeit. Lager und... Ich werde heute weiter questen. Aber vorher muss ich mir erstmal wieder eine Dreckrüstung, eine Mattrüstung bauen. Lager und Kochen ist Miri-Arbeit. War es schon immer. Blauli? Nein. Was ist deine Arbeit? Wie würdest du deinen Job definieren? Dumme Dinge sagen. Gar nicht viel. Sollen wir noch ein bisschen Medi-Zeug rufen mit den Airdrops? Könnten wir eigentlich tun. Kommen da auch Nuke-Drops manchmal? Ja. Ja. Kann immer ein Nuke-Drop gucken. Aber es ist unschön da draußen. Man es donnert und blitzt. Und ist nicht unschön. Wie viel haben wir denn noch? Ich habe jetzt 2. Habe ich schon gesagt? Ja, du hast auch. Dreckrüstungskatze. Dreckrüstungskatze. So, das große Problem an der Geschichte ist, wir müssen erst einmal noch das da tun. Was ist das da? Es ist didab, 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 didab oder didab. So, dann haben wir schon mal den ersten Strike für heute. Glaub mir, das interessiert keinen, ob du das Lied singst. Miri, du wolltest doch eine Kiste. Mach diese blöden Insekten vom Bett runter. Für Medical Drops. Das sind wie Süßigkeiten, die auf dem Kissen liegen. Nur, dass es hier Insekten sind, weil wir keine Süßigkeiten haben. So, viel Miri, besser. Miri, guck hier, da kannst du jetzt Medical Zeugs rein. Ja, wenn wir was hätten, dann würde ich das da rein. Wir haben ganz viel. Okay. Weiß das Medical das auch schon, dass wir das haben? Ich habe eine Splash Potion of Healing. Wo willst du Essen denn haben, Miri? Sollen wir eine Kiste für Essen vielleicht noch? Haben wir doch. Wo? Die 2 Kisten da hinten. Passt du auch mal auf? Ja, wo willst du was drin haben? Oben ist fertiges Essen, unten ist Saat. Warum ist da ein Creeper-Kopf? Ach, das ist ein Cookie. Ah. Das sind die Kekse. Kekse. Rudolfs Kopf haben wir. Ich bin de Miri, das sind Kekse. Kekse. Was ist Neuropozyne? Hört sich gesund an. Anti-Rejection, was? Kann man damit Leute irgendwie zurückholen? Das ich glaube ja, dass man die zurückholen kann. Vielleicht werden die dann wieder lieb. Ja. Vielleicht kann man damit die Hundis zähmen, damit die Hundis aufhören, uns die ganze Zeit umzunuken. Ja, vielleicht wollen die, sind die dann lieb zu uns, ja. Da, warte, Essen. Medical Essen. Dann können wir wieder hoch. Guck mal, ob es schon schön ist. Also, wenn es ist gruselig. Ja, toll. Immer hallo, schon schön. Wir haben nichts gesagt, ich weiß es nicht. Essen. Natürlich tragisch. Dass sie nicht mit dir reden, Miri. Das ist schon eine Frechheit irgendwo. Ja, ne? Auch. Haben wir denn einen Dosenöffner? Ja. Ja. Tatsächlich. Ich weiß noch nicht, ob die sich irgendwann... Also, wenn du die jetzt öffnest, ob sie irgendwann... Sie abnutzen, ja, da ist die Quality. Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist halt, dass du die halt öffnen kannst, wenn du sie essen musst. Deutsch. Was? Tust du machen, wenn du Hunger? Ich meine, ja, ja, ist gut. Blümchen für Miri. Blümchen für Miri. Blümchen will ich bitte nicht in meiner Kiste. Aber habe ich dir da reingetan? War das die falschen Blümchen? Meinst du, draußen ist schon wieder schön, Miri? Vielleicht, guck mal raus. Nein, fiese. Den das ist gefährlich. Davon, das ist zu ineffizient. Ich guck
mal und ich guck mal, ob ich Katze Clay besorgen kann. Ach, hallo Günther. Schön. Schön, dass du auch da bist. Hä? Ja, ich weiß, unsere letzte Begegnung war nicht so nice. Günther? J.Criff. Ich glaube, er sieht wieder irgendwelche Sachen, die er nicht sehen darf. Wer, Günther? Ja, warte Günther. Auf mich, ich wollte doch mit raus. Nein, ist gefährlich für Mädchen. Aber ich der Sexismus. Ach du Scheiße, hier ist wieder eine ganze Armee. Oh, der hat einen Medical Airdrop. Miri, hier, hol mal. Nicht zu nah an unserer Base, was, wenn da TNT runterkommt? Entschuldigung, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ah. Komm nicht wieder vor. Ich glaube doch. Ey, du hast... Alarm, Alarm! Die springen! Wie die Irren! Der Typ... Hä? Was? Der Gegner ist gerade auf mich zugesprungen. Wie so ein Hund. Also diese blöden Gilded Hammer... Wenn die kaputt gehen, sind die kaputt. Nur zur Info. Aber warum leveln sie dann? Ja, weiß ich nicht. Damit man besonders aufpasst auf die Dinger. Hä, aber wenn sie doch kaputt gehen, ist das doch egal. Nee, die sind ja dann weg. Und nur die Waffe leveln, nicht du als Person. Ja, richtig. Ja, wir müssen eine Möglichkeit finden, die zu reparieren, will ich damit nur sagen. Also passt auf, der letzte Schlag zerstört das Ding. Weiß ich doch. Ja, aber ich nicht. Ich hab doch schon einen kaputt gemacht. Hinter dir. Danke dafür. Warum steht der Kerl hier so in der Gegend rum? Weil er dumm ist. Eingeschlafen? Eingeschlafen ist gut, ja. So, ich habe jetzt zwei Dinger zu rufen. Ich würde sagen, wir gehen hier rüber. Au, au, au. Zu dem Matschfeld. Au, 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 okay. Au, au. Ja, mach. Zu den heiligen Matschfeldern. Ich habe jetzt beide gerufen. Okay, ich gehe zum hinteren und zum anderen. Wie? Wo ist denn noch eine andere? Ach, da. Leg? Nein, oh, okay. Was? Nix, alles gut. Bei mir nur so ein Mega. Das ist überhaupt nicht das, was ich gerade angeordnet habe. Genau dasselbe, was ich gerade angeordnet habe. Was ist denn das für eine Logik, dass er sagt, das geht nicht und wenn ich es dann nochmal mit Not Enough Items mache, geht's auf einmal. Ha, hier sind drei Hunde! Leck mich doch! Oh ja, die sind gerade von dem Hügel runtergekommen. Einer ist down. Okay, das tut weh. Einer ist down. Was hast du da in der Hand? Logik. Ah. Das sind Blätter. Deswegen weiß ich auch, warum jetzt die Ding gesperrt war, die ganze Zeit. Wer war was Hundis? Gesperrt? Ich kann ja gar nichts tun. Oder was? Was? Oh, Piranhas, ich hasse euch. Man kann noch mal richtig hardcore rennen. What? Aua. Mit der R-Taste kannst du noch mal einen richtigen Zwischensprint einlegen. Was? Warte, was? Wenn cool! Du kannst du noch mal... Cool! Aber es frisst halt eine Menge, gell? We need Clay. Yeah, yeah, yeah. Kannst du, wenn du mir irgendwie verrätst, wo Clay ungefähr sein könnte? Im Wasser unten. In den Wasserbecken, immer unten am Grund. Wie sieht das denn aus, das Clay? Schon mal Minecraft gespielt. Nein. Wie Clay. Wie sieht Clay aus? Hier ist ja so ein Assi-Anführer. Warum ist hier ein Quarzflugzeug? Was? Im Wasser, was ist denn das? Wo bist du denn? Da hinten. Was machst du denn da hinten? Clay suchen. Clay. Und gefunden? Oh, ich bin fast da. Wart nicht, nee. Wart noch zu tun. Oh Gott. Wie halt auf einmal pushen kann. Und schon wieder treffe ich ihn nicht. Leere Truhen. Dinge, die Welt braucht. Leere Truhen. Ja, wir haben alles, aber keine leeren Truhen. Fizzy, komm. Hi, komm. Nein, ich wollte nicht zu dir ins Wasser. Das war ein Scherz. Geh weg. Das sind Bone Blocks. What? Ja, leck mich doch. Gott, auf mich zu verfolgen.
Drecksfische. Oh, der hat einen Fisch getroppt. Das Schlimme ist, die Dinger können ja unendlich über Land laufen. Warum liegt da ein Medical Kit? Okay. Hast du vergessen, das mitzunehmen? Nein, ich habe noch einen nur gerufen vorhin. Okay, ich baue es mal ab. Du beschissener Fisch. Oh, was war das? Ey, das gibt's nicht. Die Charlie oh, Enchanted gibt's die Dinger. Oh. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Okay, das kann man abbauen. Gut zu wissen. Hallo Miri. Hi, was machst du Schönes? Ich das ist Clay. Gut zu wissen. Hilfst die ganzen du mir? Kisten, die die Typen um uns rum aufbauen, das finde ich irgendwie beunruhigend. Guck mal, die überhaupt da cooles Zeug drin ist, da ist schon wieder Fisch. Aua! Lauf, lauf, der Fisch, der Fisch! Ich hasse mein Leben! Sind zwei Fisch. Sie töten mich, sie töten mich, tötet mich nicht. Oh, um Himmels Willen. Sind drei! Hol mal Clay! Ich geh mal eben Clay, leck mich doch! So ja, Blaudi, was glaubst du, warum ich dabei gestorben bin? Was hast du denn erwartet, wenn die mich schon umbringen? Was nein, glaubst nein, du, was nein. Die mit dir ey, machen? Das ist doch nicht normal, Mann! Wer denkt sich oh, denn so einen Scheiß aus? Gottes Willen. Schlechte Idee gewesen. Richtig schlechte Idee haben gewesen. Wir irgendwie irgendein Pfeil und Bogen wäre jetzt irgendwie nicht schlecht mit den Fischen hier. Ich hab Pfeil und Bogen gehabt vorhin. Und hilft gegen Fische? Vorhin? Hab ich die Pfeile alle verbraucht. Das war das Problem. Weißt du, was das Schönste was ist an den Kisten, die die überall hinstellen? Die können wir mitnehmen. Also was das Dämlichste an einem Typen ist, der hüpft hier durch die Gegend, als wäre ein Kaninchen. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Es wird schon wieder Nacht und wir haben immer noch keinen Clay. Fies. Miri, du solltest mich auch beschützen vor den scheiß Fischen. Aber die Fische, es waren plötzlich drei. Ja, du wolltest mich beschützen. Gehen. Ich musste dich leider allein lassen, es wird Nacht. Da ist Clay. War Notwehr, sagst du. Miri, du musst mich beschützen. Vor was? Dass ich Clay besorge. Und wer beschützt mich vor den Fischen? Oder nicht. Können wir das noch jemanden einstellen, der mich vor Fischen beschützt? Da unten ist Glowstone. Nein, da kommen die Fische, ich hab Clay! Nein, nein, lauf! Nein, ich hab Clay! Guck, da liegt Clay am Wasser. Nein! Töte ihn! Töte diesen Mistvieh! Ah, Mann! Die hüpft! Nein, nein, nein! Oh, da ist noch ein, guck mal, da ist Clay! Und es wird Nacht! Wir müssen weg hier. Ich hasse mein Leben, da liegt Clay, ne? Ohne Ende. Guck dir das an, ich dreh durch. Ohne Witz. Da ist ein Typ. Ja. Lacoste! Oh, Lacoste, verzieh dich! Du musst die Fische bekämpfen, Miri. Ich habe keine HP. Ich auch nicht. Du schaffst das. Ich will komm nicht. Raus, ihr kleinen ich Schisser! Ich will das ehrlich gesagt gar nicht schaffen. Hallo, hallo. Blam, blam. Wir warten einfach, bis es Tag wird, weil wir sehen ja jetzt das Clay gar nicht mehr. Doch, ich sehe das. Das schwimmt da auf der Wasseroberfläche. Ja, ich weiß. Da ist ein Land, töte ihn! Oh. Du denkst, die sind an Land, dann sind die harmlos, aber die weiß nicht trotzdem. Ah, erwischt. Ah, Drecksfisch. Ah, ja, jetzt habe ich mich einmal umgedreht. Er ist tot. Ja, aber es ist noch einer irgendwo. Komm doch, komm doch. Aber er ist weggeschwimmt. Er ist gegangen, er ist geflüchtet. Nein, er ist nicht gegangen. Nein, 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 aua, Miri, aua, ich sterbe. Nein, jetzt sind noch zwei. Es hört einfach nicht auf. Wow, ich habe ein Clay. Ein Clay. Ich finde, das hat sich gelohnt. Hilfe! Hallo, bist du freundlich? Hilfe! Guck mal, die sieht freundlich aus. Miri, gehst du mal da ins Wasser und holst das Clay noch raus? Nein! Gisela, würdest du mal gehen schwimmen gehen und die Fische ablenken? Ja, ich finde das eine gute Idee, wenn sie das macht. Das wäre sehr nett von ihr. Mann, da die Clay im Wasser, die kommen nicht dran. Ich sehe vor allem keinen Fisch mehr. Dann lauf! Lauf schnell, ich sehe ihn da unten, siehst du in dem Licht? Lauf, lauf, lauf und jetzt komm, schnell. Lauf, lauf, wuhu. 61 Clay, okay, jetzt nichts wie zurück. Hast du Lampen? Ich habe uns den Weg zurück ausgeleuchtet. Yes, yes. Miri, yes, yes, yes. Nicht ganz. Okay, gerade yes. Man kann in den Dreck leider keine Fackeln stellen. Könnte es zufällig sein, dass es gerade laggt? Nein. Was laggt? Ich meine nur, weil ich fünfmal mit Bone Meal irgendwo hinklicke, aber es nur jedes zehnte Mal funktioniert. Komm, Miri, schnell in die Base. Ja, ich bin hinter dir. Geh durch. Pfdüffe? Was ist Pfdüffe? Was ist das Geheimsprache? Oh, warte. Ich habe eine Idee, woran es liegt. Ha, Miri, wir haben es geschafft. Wir sind da. Ja, natürlich. Sorry. Natürlich, diese scheiß Mod mit dem Aufheben. Was für eine riesige Krütze ist das denn? Die haben das nicht richtig programmiert. Warum? Ja, ich kann hier das Bodenmehl nicht drauf anwenden, solange Items in der Gegend liegen. Das stört doch die ganze Zeit mehr, als es hilft.
Das ganze Modpack ist dafür prädestiniert, Leute zum Herzinfarkt zu führen. Was? Nein. Überhaupt nicht. Ich habe übrigens Clay-Katze. Ich habe ganz viel Clay. Ja, dann gib die Quest ab. Bist du stolz auf mich? Ja. Also, schon ein bisschen. Ich habe mein Questbuch verloren. Nimm meins. Willst du dir meins ausleihen? Nein, ich habe hier noch eins gefunden. Alles gut. Klick hier, du Showquest. Ah, endlich, ey. Hier, Clay-Quest ist fertig. Yay, yeah, was kriegt man dafür? Yeah! Clay? Schreiende Kinder. Yay! Yeah! Yay! Yeah! Cobblestone, jetzt sind wir 4 Cobblestone, Mann. Ja, das ist easy. Wo tue ich das Zeug rein? Wenn du die 4 Cobblestone gemacht hast, finde ich das übrigens sehr, sehr cool. Habe ich. Quest kannst du abgeben. Du kannst auch bitte noch ein paar mehr abgeben, machen dann gleich. Weaponize! Ja, das ist meins. Sag mal hier, diese Medical-Sachen, ne? Heal up und so, kriegen wir irgendwie, die können wir doch selber craften, oder nicht? Diese Halving, Healing Self. Wie können wir die bauen, Miri? Das ist deine Aufgabe vor allen Dingen. Ich wollte jetzt die Kisten sortieren eigentlich. Healing Self? Setzling plus 2 Seeds jeweils. Ach so, zwei Seeds und ein Setzling. Ja, ja, gut, das kann Miri dann irgendwann mal machen. Aber nicht jetzt, ich sagte irgendwann mal. Oh, Katze, es gibt auch hier. Ah, okay. Es gibt also ganz normal einen Ex-Nihilo oder was? Ja. Das heißt, so können dann wir auch Lava machen. Iron Sword können wir theoretisch auch noch machen, ne? Ja, ich mach schon, bin schon dran. So, und dann habe ich die Dirt-Quest fertig gerade. Wer schmeißt denn da gerade? Ich. Nee. Wer macht das nur? Oh nein. Es bin Miri. Yay. Warte, jetzt erst. Boah, wie viele Quests aufgeploppt sind und fertig sind. Holt euch mal. Lootet mal ordentlich. Aber ich sortiere jetzt die Kisten. Es gibt ein Kaktusschwert. Yay. Und ein Ofen. Und eine Pickaxe. Oh, wir dürfen wieder was aussuchen. Bottle of Enchanting nehme ich. Ja. Warte. Yay! Was gibt's noch? Loyal Protector, Livestock. Ja, das Iron Wolf Armor. Oh, was? Don't go alone, take a friend with you. Und einen Armor für den Wolf. Wie cool, was ist das denn? Das alles? Du kannst einen Wolf spawnen und ihm eine Armor geben. Wie geil ist das bitte? Du hast wir haben ja alle einen Wolf bekommen. Ja, wir haben alle einen Wolf gekriegt. Aber wir müssen den halt auch vorher noch tamen dann. Ja, ja, das ist die Gefahr dahinter. Und dann greifen die uns gegenseitig an, was auch immer. Die Pelze kannst du an einem Drying Rack zu Leder machen. Warte, 3, 2, 1. Yay! Und was haben wir hier noch? Katze hat eine Bärenkralle gefunden. Wow, du kannst die Klauen zu richtig krassen Waffen machen. Darf ich vorstellen, das hier ist George. Und er hat eine Armor an, aber man sieht's nicht. Cool. Du hast schon, warum hast du das schon fies? Wo wollen wir denn diese Fernbedienung zum Sachenrufen? Packen wir auch mal hier oben in die Kiste rein, in die Medical Supply Drops. Warum habe ich eigentlich 2 Armors davon? Yeah! Keine Ahnung. Was ist denn eine Paxel eigentlich? Eine Paxel ist alles in einem. Ist eine Schaufel, okay. Spitzhacke und Axt. Ist eine Paxel. Kaktus Sword macht momentan weniger Schaden als mein Ding, deswegen. Ja, das Kaktus Sword ist echt so, ich glaube, nur mehr ein Gimmick als sonst irgendwas. Zu zeigen, dass es geht. Das Iron Sword, das ich gekriegt habe, war übrigens Looting. Meins hat nichts. Achso, woran siehst du das? Moment. Sharpness 1 hat meins. Sharpness 1, das ist cool. Sharpness 1. Wonderful. Drying Rack müssen wir machen. Moment. Ein Drying Rack ist mit Wood, das krieg ich hin. Ich hole mir jetzt erstmal meinen Hund. Aber das Problem ist an unseren Hunden. Ja, das Problem an unseren Hunden ist, wenn wir zu viele haben und da haut einer aus Versehen drauf. Richtig. Auf uns meinst du? Ja, ja, dann greift die auch deine Teammates an. Das ist halt nicht so das Schöne, ne? Deswegen tue ich den erstmal an die Seite, später vielleicht mal holen. Puh.
Puh. Die Logik, warum kam da nichts raus? Ich muss sagen, so langsam werden wir Dinge besser. Es nimmt Form an, das Ganze hier, ne? Es ist nicht mehr ganz so Chaos. Wir wissen mittlerweile, wie man sich wehrt. Sagte er, und im nächsten Moment kam ein Hund um die Ecke und hat ihn wieder umgehauen. Vorher haben wir ganz viel Livestock Supply. Nächster Quest ist durch. Nächster Quest, gut, das dicks Deutsch, du. Alter Maul. Ja, gerne. So, da ist jetzt, das ist nicht zum Grind. Hey, Bautzi. Oh, Bautzi war im Wasser, Entschuldigung. Nächste Quest, was hast du gemacht? Bau einen Drying Rack. Was ist das denn für ein Drying Rack? Die Kasse, die kennt man nur, um an Wandswellen hängen. Ja, das ist halt eins zum Aufstellen. Oh, das okay, du kannst das Rottenfleisch auch in Leder verwandeln. Ja. Yep. Das heißt, wir können uns dadurch endlich eine Lederrüstung machen. Make Minecraft great again. Was? Oh, Hundefutter. Wir sollen Hardened Walls bauen. Und da kommt... Nein, das ist nicht wichtig, Titel. Miri hat alle Bugs gesammelt, ne? Alle Käfer. Da gibt's auch ein Quest-Reward. Cool. Cool, Miri. Dankeschön dafür. Deine Essenskiste ist voll an Käfern. Ja. Hä? Welches was? Die erste Quest ganz unten, die zweite. Da gibt's Käfer ohne Ende. Und Dirt. Hä? Die hab ich fertig gemacht, du Baum. Ach, du warst das. Nein, das war Miri. Okay. Da brauchst du Dirt. Kein Ding. Keine Käfer. Fies. Man soll einen Iron Katana machen. Ey, jetzt lass erstmal gucken. Boots with Fur. Ach so, das sind diese Fellboots. Ey, der Hund hat mich weggeschoben. Fies. Beschwer dich nicht über Wauzi oder du bist ausgesperrt. Bring deinen Hund unter Kontrolle. Oder ich mach ihn kaputt. Ich bring dich gleich unter Kontrolle. Droh Hundi nicht, sonst gibt's Ärger. Oh, du hast schon wieder eine Waffe gebaut. Ja. Oh, jetzt die Frage. Ein Greatsword, eine Washing Pole oder ein Iron? Du kriegst alle. Oh. Okay. Aber das ist das erste Quest mit Pack mit Hardcore-Quest-Modus, du spielst, da ist das schon zu verzeihen. Ich habe eine Rare-Waffe dafür gekriegt, wie geil. Rare und eine... Nein, eine Ultra-Rare-Waffe. Ultra-Rare, eine normale Rare und eine langweilige Uncommon. So, was haben wir denn noch schon? Hey, ich habe eine Zombie-Hand bekommen, cool. Was hast du jetzt schon wieder? Du hast ja noch eine Axt gemacht, eine Zombie-Hand. Leute, die Zombie-Hand macht Schaden. Yay. Yeah. Die macht wirklich Schaden. Und dann ja, ich habe das jetzt eigentlich nur gesagt, um hier auf eine Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja, ich weiß. Aber die Iron Battle Axe ist cool. Meine hat einen Knockback im Übrigen. Mann, ich habe so viele Waffen, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen und aufhören soll. Man muss sich hier ja auch verteidigen können. Ja, das ist A und O hier, habe ich das Gefühl. Defense Upgrade, Iron Plated Shield, okay, nee. Oh ja, Crossbow. Was hast du jetzt gefunden? Ich habe die Crossbow Mod aus Empire gefunden. Crossbow. Strong Crossbow, die sind cool. Die baue ich. Okay. Bin ich nicht dagegen. Holz und Sticks. Aber Freunde, ich glaube, wir müssen die Folge beenden. Warum? Weil wir schon wieder bei 24 Minuten angekommen sind. Eventuell haben wir schon wieder ein bisschen überzogen. Leute, ihr habt gemerkt, ne? Die Folgen kommen nur alle 2 Tage, weil wir das nämlich nicht anders packen. Dafür. Das liegt aber auch daran, dass die Folgen immer 100 Minuten lang sind. Dafür kommen längere Folgen. Also ihr könnt euch das auch so nennen, entweder lange Folgen oder jeden Tag ein Video. Nein, so wie es läuft, ist super. Ich sortiere übrigens die Kisten, ne? Ja, das machst du sehr gut. Ich leg das schon mit, dankeschön. Achso, ich lege jetzt gerade dann die ganze Zeit währenddessen also sozusagen deine Arbeit zunichte, richtig, wenn ich irgendwas mache. Richtig. Zu meiner Verteidigung mache ich gerne. Danke. Ich mache das nicht gerne. Danke. Ich bin ja auch nicht fies wie Katze. Wenn du das sagst. Wenn Blauli das behauptet, dann wird das stimmen. Quest fertig.
Oh, cool. Ihr könnt Enderbolt, Freezing Bolt oder Flame Bolt machen. Enderbolt schießt euch wahrscheinlich weg. Freeze Bolt friert wahrscheinlich den Gegner ein und Flame zündet er an. Was glaubst du, was ist am sinnvollsten? Oder schießt der Enderbolt den Gegner weg? Das wäre auch cool. Also ich würde ehrlich gesagt vom Bolzen, meinst du jetzt? Ja, ja. Also wir kriegen ja Wooden Bolt so oder so. Und dann würde ich ehrlich gesagt auf Flame Bolt gehen. Dann nehme ich Freeze Bolt. Ist natürlich logisch. Gut. So, Katze? Nee, Miri? Ist das meine Folge? Okay. Ja. Dann hoffe ich, euch hat das heute gefallen. Wenn ja, dann schaltet morgen wieder ein. Bis dahin macht es gut und bleibt schön feurig. Bleibt schön feurig!